Hey ho und willkommen zu Borderlands. Dann viel Spaß und rein. Okay, da komme ich halt nur mit dem Auto rüber. Und von der anderen Seite auch. Aber von der anderen Seite hat es auch, glaube ich, den Vorteil. Außer da ist auch jetzt direkt eine Rampe. Nee, ist es nicht. Das ist gut. Die kriege ich aber nicht auf. Also ich muss Auto nehmen, weil da drüben ist auch so eine Autostation, die hätte ich sonst genommen. Da komme ich nicht hoch, da komme ich nur runter. Ja, hier komme ich halt nicht durch, okay. Das muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich öffnen. Würde ich mal so vermuten. Das ist die Vermutung. Die Vermutung liegt nahe. Da ist doch schon wieder was an dem Auto-Ding. Die sind schon special. Dann wollen wir mal. Mach dein Gefährt auf. Farbe. Raketenwerferwagen, MG-Wagen. Ich glaube, ich würde einen MG-Wagen nehmen. Ich bin mir gerade unsicher. Ranger Racer, Vehicle X, Blue Sky, Mean Green, Flamingo, Fuego, General Fly. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich habe mich bei ihr auch für blau entschieden. Fahrzeug generieren. Zum Fahrersitz teleportieren, zum Schützenplatz teleportieren. Ich werde minütlich stärker. Okay, wie wechsle ich jetzt? Das ist ein echtes. Okay, benutze links und rechts um zu fahren. Was? Drücke L1 für den Nachbrenner und ordentliche Geschwindigkeit. Drücke während der Fahrt X, um das Geschütz einen Feind anvisieren. Feuer das Geschütz mit L2 ab. Drücke Dreieck, um das Geschütz zu wechseln. Verlasse das Fahrzeug, indem du Viereck drückst. Mann, meine Karren sind nicht die schönsten, aber sie bringen's, wenn du sie brauchst. Und benutz mal den Boost, dann weißt du, wieso jeder ein Gefährt von Scooter will, Mann. Einfach Knetsch gemacht. Au. Oh. Okay. Na, das war aber ein bisschen knapp. Oh Mann, bist du gerade in einem von meinen Karren über die Pisswash-Galli gejumpt? Mann, ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Danke. Ich würde gern das Tor öffnen. Knetsch. Ich glaube, das reicht schon. Ich habe, glaube ich, schon genug. Ah, okay, das ist ganz geil. Muss ich zugeben. Irgendwie kann ich auch das Tor öffnen. Hä? Ach da, das sind Hunde.
Okay. So, drücken wir mal hier einen Knopf. Achso, hier kann ich was abgeben. Okay, ja, das mit dem hier... Schlucht und öffne Banditentor. Natürlich, Belohnung einsammeln. Sledge hat alles getan. Umreisen zwischen Firestone... Ich hab was für dich. Um Firestone und New Haven zu verhindern. Aber jetzt gibt es Hindernis weniger. Die Leute können sich wieder frei bewegen. Nice. Rückkehr zu Set. Information. Ja, kehre zu Set zurück und teile ihm mit, dass du den Catch a Ride repariert hast. Er wird sich darüber freuen. Quetsch ihn ein bisschen aus. Er wird dir sicher etwas für deine Mühen ausspucken. Wenn nicht, kannst du ihm bestellen, dass Scooter ihn persönlich besuchen wird, um ihm eine Abreibung zu verpassen. Annehmen. Doors open. Okay. Wir haben ja nicht für umsonst getötet. Nee, natürlich alle mit. Alles, was man kriegen kann. Was auch immer das da ist. Ah, das ist noch so ein Ding. Tennis-Tagebuch. Nur in der falschen Reihenfolge. Tag 119. Ich bin fast eine Stunde lang weinend in der Dusche gesessen. Interessant, weil wir seit Tagen kein Wasser haben. Mein Geisteszustand passt sich wohl dem der anderen Ausgrabungsteilnehmer an. Die Untersuchung der Symbole und leuchtenden Muster hier erbrachte endlich den Beweis, dass Aliens hier auf Pandora gewesen sein müssen. Die fällige Feier fiel aber bescheiden aus, da mir nur zwei Kollegen geblieben sind. Und die Fette, diese Chimay, kann ich nicht leiden. Es heißt ja, wissenschaftliche Erkenntnis fordere Opfer. Aber ich hatte nie verstanden, was damit gemeint war. Bis jetzt. Tja, und da haben wir wieder eins. Wenn ich die natürlich zufällig finde, dann ist mir auch die Reihenfolge egal. Dann nehme ich die halt zufällig mit. Das Lenken von dem Fahrzeug ist irgendwie... Naja, nicht schlecht, nur... sehr ungewohnt. Warte mal. Da steht jemand. Achso, das ist das Karrending. Da geht's auch irgendwo hin. Okay, wo geht's denn da hin? Arid Hills. Okay, muss ich mit Sicherheit auch noch hin. Hi, wer bist denn du? Aha. Er bewegt einfach nur mal kurz den Kopf, wenn ich versuche, mit ihm zu sprechen. Kann ich wohl noch nicht. Bin mir gerade unsicher. Ich habe 12 von 12. Das ist schon mal schlecht. Die fliegt auf jeden Fall weg. Murph? Oder das hier? Moment. Longbow-Granaten wären zum Ziel teleportiert, um dort zu explodieren. Okay. Das ist mir eigentlich relativ egal. Okay, Schild habe ich immer noch das drin. 83, 12 Feuer. Ja, weg mit dir. Sind wir wieder bei 9. Was bist du hier eigentlich? Mit dem langen Magazin. Das ist doch das, was ich gerade trage, oder? Das ist die, glaube ich, gar nicht mal so gut. Obwohl es geht. Aber nee. Es weht ein Wind aus Blei.
Na, ich behalte mal noch mal kurz. Ja, eine Schnellreise gibt's hier nicht. Wo soll ich denn jetzt laut Pippi hin? Da. Kehre zurück. Ja, am Brett sind auch wieder weitere Missionen. Ja, natürlich. Verstecktes Tagebuch. Soll ich jetzt da hin? Okay. Das sind wahrscheinlich ein Haufen Gegner. Hier ist auch dann hochlevelig. Blutige Reifen. Straßenkills. 5 von 10 habe ich. Die kriegen wir doch noch fertig. Komm her, einsteigen. Sechs von 10. Sieben von 10. Neun von 10. Zehn von 10. Hat funktioniert? Bin zufrieden. Ah, hier bin ich gelandet. Ah, halt, halt, halt. Nicht die Karre verkackt. Wir fahren ganz ordentlich durchs Tor. Tschüpp, tschüpp, tschüpp. Das sind wieder die Dudes. Sind halt aber auch ultra lästig. Ah, sie verfolgen mich aber nicht. Das ist okay, sollen die da rumgammeln, ist mir auch egal. So, eine können wir abgeben und dann können wir die nächsten holen. Hi. So, blutige Reifen, Belohnung einsammeln. Ha, das war jeden Cent wert, aber sei vorsichtig. Scooter versteht keinen Spaß. Er hat mir meinen Coach-Ride-Erlaubnis entzogen, nachdem ich mit zu vielen blutverschmierten Pumas zurückgekommen bin. Verstehe. Schockkristalle ernten. Sammle Schockkristalle in der Lost Cave. Schockartefakte verbessern deine Fähigkeiten mit der Kraft der Blitze. Die Schlüsselkomponente eines solchen Artefakts ist der Schockkristall. Ich kann dir so ein Artefakt machen, aber du musst die Kristalle besorgen. Begib dich zur Lost Cave und schieß auf Kristallklumpen, um sie herauszubrechen. Hüte dich vor den Banditen, die sich in der Höhle aufhalten. Verstehe? Und ich soll ja mal mit Onkelchen reden. Moment, dann machen wir mal so. Rückkehr zu Zed. Na du? Belohnung einsammeln. Die hiesigen Bewohner meinten, du hättest die Barrikade. Ja, wie wieder der Text dann einfach still ist. Okay, die hiesigen Bewohner meinten, du hättest die Barrikade beseitigt und wärst nach New Haven abgehauen. Ich wünsche dir wirklich Glück, aber es wimmelt noch von Banditen in dieser Gegend. Letch ist noch immer da draußen und unter uns gesagt, ich bewege meinen Hintern nirgendwo hin, bis ich genau weiß, dass ich nicht aufgespießt werde. Und bekommen tue ich einen... Speicherdeck-Upgrade steigert Anzahl der Waffen, mit denen du dich ausrüsten kannst. Das ist gut. Sehr schön. Setz Treffen mit Cheap. Sprich mit Shep Sanders.
Bei der Kreuzung. Okay, ja, das war der Typ, der da stand, der nicht mit uns reden wollte. Ich glaube, du kannst Letch jetzt jagen. Du findest ihn vermutlich in der alten Headstone Mine, aber du kannst dort nicht einfach so hineinspazieren. Die Mine ist fest verschlossen. Wenn es einen Weg dort hinein gibt, kennt ihn Shep Sanders. Er war Vorarbeiter bei Dahl, bis sie von hier abgezogen sind und ihn zurückgelassen haben. Du findest ihn bei der Kreuzung. Er behält dort die Banditen im Auge. Stehe. Annehmen. Du hast ein Speicherdeck-Upgrade für einen Waffen erhalten. Ja, 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 ja. Ich kann jetzt eine Waffe mehr ertragen. Genau. So, das bedeutet... Ich hab die und ich hab die. Wär's jetzt nicht sogar schlau, die Sniper reinzunehmen? Glaube ja. Aber die Sniper hätte ich eigentlich gern mit Steuerkreuz nach oben. Steuerkreuz nach unten wäre so, genau. Und links ist die Allgemeinheit. Genau. Hä? Ach, das geht nicht. Okay, verstehe ich nicht. Ist aber auch egal. Ich würde gerne die mal kurz vergleichen. Mhm, aber mal 2. Zielgenauigkeit. Kommt hin. Feuerrad ist bei dem einiges besser und die hat ein größeres Magazin. Okay. Trotzdem sehr schade, die wird's nicht. Die wird's nicht. Noch was zu zerlegen? Nee. Na gut. Ich habe noch einen Punkt übrig. Ja. Ich würde vielleicht noch mal auf ein Schild gehen. Wow. Das ist ein sehr eigenwilliges Visier. Aber ist okay. Das Coole ist... Ich denke, wir sind hier fertig. Er hält die halt scheiße still. Das gefällt mir. Na gut. Ja, was gibt's? Halt mal. Ich halt hab zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Tja, das sollte es gewesen sein. Der Typ. Unglaublich. Aha. Schon mal keine davon. Mhm. Muni ist eigentlich relativ gut gefüllt. Außer die, die ich benutze, natürlich. Okay, gut. Dann können wir uns... Sledge hat etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt. Tu, was du tun musst. Ja, mach ich. Wo soll ich denn dafür hin? Eigentlich. Ach ja, erstmal hier mit
mit Shep treffen. Verstecktes Tagebuch, Schockkristalle, wo? Da ist das Cave. Es wird ein Dungeon sein. Und er wird nicht gut sein. Also, er wird bestimmt schon gut sein, aber... wisst schon, was ich meine. Dann machen wir uns doch mal ran an das Ganze. Hier ist das mit der Kristallernte. Ach so, ja, in dem Bunker, alles klar. Wir treffen uns aber erstmal mit Chap. Es wäre da. Okay. So, müssen wir uns erstmal wieder ein Auto holen. So, in der Mist. Putzig. Und was habt ihr jetzt gekonnt? Nix. Naja, schießt ruhig. Kein Problem mit. So. Jetzt darf ich mit dir quatschen. Hallo, mein Freund. Ich bin Shep Sanders. Ich beaufsichtige den Betrieb der Zephyr Substation und der Headstone Mine. Jedenfalls war ich dafür verantwortlich, bevor da sich der vom Acker gemacht hat und die Banditen hier eingezogen sind. Ja, erstmal Belohnung einsammeln fürs Quatschen. Hui. Wusstest du, dass Shep Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Sehe ich ja. Zufällig. Der Minenschlüssel. Gehe zur Zephyr Substation und beschaffe den Minenschlüssel. Du willst Sledge aus der Headstone Mine vertreiben, was? Schön für dich. Tja, du bist wohl verrückt, aber ich lasse dich nicht im Regen stehen. Du brauchst den Schlüssel. Zuletzt habe ich ihn unten im Büro der Zephyr Substation gesehen. Allerdings werden die Banditen etwas dagegen haben, dass du ihn findest. Na gut. Mach einen Abflug. Töte die Rax und kehre anschließend zu Shep Sanders zurück. Eine ganze Schar an Rax umkreist noch immer die Windturbinen der Zephyr Substation. Vorerst mögen die Banditen die Turbinen kontrollieren, aber ich werde sie zurückerobern. In der Zwischenzeit kann ich keine Rucks gebrauchen, die in die Räder fliegen und das Equipment beschädigen. Da möchte ich, dass du das den gesamten Schwarm vernichtest. Ja, okay. Klingt machbar. Fang den Wind. Reaktiviere die Windräder der Zephyr Substation. Einer der jüngsten Banditenangriffe hat alle Windräder bei Zephyr Substation stillgelegt und fast den gesamten Strom in der Region unterbrochen. Die Banditen ziehen sich jetzt zurück, also brauchen wir jetzt jemanden, der die Windräder wieder in Betrieb nimmt. Derjenige muss die Turbinenbremsen lösen und den Hauptschalter umlegen. Nehmen wir alles mit. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier was ist. Schade, dass sie nicht alle gleichzeitig angezeigt werden und den man aktiv hat, halt, dass der dann blinkt oder so. Welchen habe ich denn jetzt hier gerade? Das ist das mit den Windrädern. Habe ich 3 Stück. Mach einen Abflug. Ist dort.
Minenschlüssel. Storz. Also alles in dem Bereich. Okay. Verstecktes Tagebuch. Ist auch da unten. Okay. Unbekannt. Ein Mist. Ist wie mysteriös. Ja, da komme ich noch hin bei Gelegenheit. Okay, also muss ich erstmal komplett in diesen Bereich. Das kriegen wir hin. Was war denn da zuerst? Okay, machen Abflug. 10 Rax soll ich dort töten. Machen wir das. Ah ja, ich sehe sie schon. Ja, kommt mal schön auf mich zu. Au, 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 au. Auf. Einer ist da noch. Zehn von zehn, würde ich mal behaupten. Gut. Das sind die Turbinen. Die scheinen alle hier zu sein. Interessant. Minenschlüssel war weiter vorne. Genau. Versteckte Tape auch. Und Windturbine war aber auch weiter vorne. Na gut, wir gucken uns das an. Wir schauen uns das an. Bis jetzt sieht es ja erschreckend ruhig aus. Ich habe aber die minihafte Befürchtung, dass das nicht so bleibt. Irgendwas habe ich gerade markiert. Aha. Hundis. Die kann ich aber getrost ignorieren. Ah, fuck. Na gut, ich will da hoch. Ich würde spontan behaupten, die habe ich aufgewirbelt.